Erzählen Sie uns mal bitte, wie geht es im Moment gerade der Hotellerie, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, da man ja jetzt noch nicht ganz sicher ist, wie es eigentlich weitergeht. Und es sollte weitergehen mit dem 13. Dezember, aber ja, wer kann denn das schon mit Sicherheit sagen in den letzten 1,5 Jahren? Und gleichzeitig auch, wie ist denn da die Buchungslage? Gibt es da schon verschiedene Urlaubende auch aus anderen Ländern, die gesagt haben, na gut, Österreich ist mir zu unsicher, dann fahre ich lieber woanders hin? Also grundsätzlich gehen unsere Kollegen noch alle davon aus, dass wir, wie es versprochen wurde, am 13. wieder öffnen dürfen. Die Buchungslage ist unterschiedlich, hängt davon ab, welche Art von Betrieb es ist und in welcher Region der Betrieb liegt. Die Betriebe im Osten Österreichs, die sehr stark auf den Wiener Markt fokussieren sind, Thermenhotels in der Steiermark und in Niederösterreich bzw. im Burgenland, die sagen, sie haben noch immer gute Buchungen, die Kunden warten noch immer ab, sie vertrauen eigentlich dem Datum, das ihnen gesagt wurde. Im Westen haben wir umgekehrt noch immer sehr, sehr viele Stammgäste, die hoffen, dass theoretisch ein Weihnachtsurlaub oder ein Silvesterurlaub in Österreich in den Wintersportgebieten möglich ist. Ja, es gibt da und dort Stornierungen, es gibt auch Verunsicherung. Aber für uns ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir eine klare Nachricht bekommen von der Regierung, ein klares Datum, das auch hält, das nicht mehr verschoben wird, damit endlich hier wieder Planbarkeit herrscht. Stichwort Planbarkeit. Also Sie haben es ja angesprochen, eben auch vor allen Dingen im Westen Österreich, wo der Wintertourismus ein großes Thema ist und wo wahrscheinlich auch mehr ausländische Gäste zu erwarten sind als bei den Thermenhotels im Osten. Wie ist denn das? Weil vor allen Dingen momentan ist es ja zumindest so angesetzt, dass es eine 2G-Regel geben wird, also auch für Skifahren und so weiter. Allerdings, was ja bei uns der Fall ist, ab Jänner, glaube ich, ist es auch so, dass Johnson & Johnson bei uns ja dann schon die zweite Impfung braucht. Es gibt zum Beispiel über 1 Million Holländer, die mit Johnson & Johnson geimpft sind, die aber bei denen nur eine Impfung brauchen diesbezüglich. Gibt es da irgendwelche Kulanzregelungen oder wie funktioniert denn das? Und vor allen Dingen auch für das Hotel, was müssen die denn selber dann überprüfen und wie funktioniert das dann vor Ort? Also grundsätzlich muss das Hotel, wie wir das jetzt schon bei allen anderen auch kennen, den grünen Pass überprüfen. Der grüne Pass, wie wir aber wissen, ist im Moment in Europa nicht einheitlich geregelt. Das heißt, ja, es gäbe eine einheitliche Regelung seitens der EU, aber die Länder haben die Einzelkompetenz bei den Gesundheitsthemen und daher gibt es je nach Land auch unterschiedliche Regeln. Das Thema Johnson ist sicher ein schwieriges Thema, weil noch dazu das Datum, das derzeit angesetzt wurde für die niederländischen Gäste, bei denen ja Johnson als eine Art Impfkampagne durchgetragen wurde durch den Sommer, würde theoretisch mitten in dem sogenannten Weihnachts-Silvesterurlaub enden. Das heißt, da wäre die Forderung, dass nicht der 3. Jänner, sondern der 10. oder 11. Jänner das Datum ist. Ich glaube nicht, dass es auf diese 5 Tage jetzt ankommt. Aber allalong werden wir es nicht anders schaffen, als dass alle europäischen Länder sich unter einem Dach der EU auch auf einheitliche Regeln entsprechend einigen. Wie geht es im Moment gerade eigentlich den Hotelbetreibern und vor allen Dingen auch dem Personal? Denn wir wissen ja gerade, also an sich ist ja so November, Ende November, Dezember ist ja der Start auch vor allen Dingen für ganz viele Saisonarbeiter. Jetzt haben wir aber auch, das wissen wir auch schon aus der vorangegangenen Zeit der Pandemie, dass es auch viele dieser Arbeiter gibt, die sich jetzt in anderen Branchen hier etwas gesucht haben und dann der Hotellerie oder auch der Gastronomie nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie sieht es denn da im Moment gerade aus? Also wir haben mit sehr, sehr viel Aufwand uns bemüht, die Teams und die Mitarbeiter für diese Wintersaison zu bekommen. Es sind sicher da und dort noch etliche Stellen, die noch nicht besetzt werden konnten, aber grosso modo haben die Hotels jetzt ihre Teams und denen muss jetzt auch ein klares Signal gegeben werden, dass es eine Wintersaison in Österreich und Arbeit für sie in Österreich gibt.
Dasselbe gilt natürlich genauso auch für unsere Gäste. Voriges Jahr hatten wir eine ähnliche Situation. Wir hatten den Lockdown vor Weihnachten, dann hat es geheißen, wir machen den, damit wir Weihnachten retten. Kurz vor Weihnachten hat es geheißen, nein, wir warten auf den Jänner. Dann haben wir auf den 15. Jänner gehofft, dann hat es geheißen, nein. Dann haben wir gehofft auf den Energieferien, hat es geheißen, nein. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir ein Image als in jeder Form Vertrauen verlieren und Image verlieren, weil einfach sich, wenn es diesmal wieder so anbeginnen würde, niemand mehr glaubt, dass es da wirklich ein verbindliches Öffnen gibt. Es braucht daher jetzt ein verbindliches Datum, wo wir uns darauf verlassen können, dass wir öffnen können. Und dieses Datum sollte vor Weihnachten sein. Das heißt, das ist auf jeden Fall eben die Handlungsaufforderung in Richtung Regierung. Sie haben schon angesprochen, dass das Vertrauen natürlich auch aufgrund dessen, was im letzten Jahr passiert ist, durchaus angeschlagen ist. Was würden Sie sich denn noch wünschen von der Regierung hier? Und was benötigt es auch? Ja, also neben dem schon angesprochenen klaren Datum und dem Einhalten der Versprechen benötigt es sicherlich auch, dass wir aufhören mit diesen Ups and Downs in der Pandemie. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass wir nie mehr zusperren müssen, dass man weiß, wie man mit dieser Pandemie umgeht. Wenn die Zahlen steigen, dann wird man ein paar Schrauben drehen, aber wir können uns verlassen, dass an diesen Schrauben rechtzeitig gedreht wird. Und ich kann diese Diskussion, die derzeit auch teilweise herrscht, mit Maskenpflicht ja oder nein, nicht mehr nachvollziehen. Die Freiheit, von der wir glauben, dass wir sie haben, wenn wir keine Maske in Innenräumen tragen müssen, die endet genau dann, wenn ich den Lockdown habe. Ich sehe so viel in Nachbarländern wie Italien oder Frankreich, wo ich geschäftlich auch viel touristisch unterwegs bin, wie die das gemacht haben und warum die daher jetzt viel niedrigere Zahlen haben. Ja, die haben auch eine bisschen steigende Dynamik, aber die haben bei Weitem nicht die Situation, wie wir sie in Österreich haben.